5 Meter hoch ragen die Türme des Doms in den Himmel. Der Regensburger Dom St. Peter ist ein Wahrzeichen der Stadt und Bayerns einzige gotische Kathedrale. Auch ein Wahrzeichen von Regensburg, die steinerne Brücke. 300 Meter lang, im Mittelalter errichtet. Eine Meisterleistung der Baukunst. Der Brückenbauer selbst hat sich hier verewigt, der sogenannte Bruckmandl, das Brückenmännchen. Die Brücke war als erstes Mal das 8. Weltwunder im Mittelalter. Aus zwei Gründen. Sie ist in einem enormen Tempo erbaut worden. 1135 begonnen und schon 11 Jahre später war die Brücke fertig. Und das andere ist, nur hier in Regensburg, am nördlichsten Punkt der Donau, war dieser ganzjährige sichere Übergang möglich. Hier haben sich ja Handelswege gekreuzt von Nord-Süd, Ost-West. Und für diese Handelswege war es natürlich von enormem Vorteil, dass hier dieser sichere Übergang war. Reste der Porta Praetoria, dem Haupttor zur Stadt, zeugen davon, dass Regensburg ab dem 2. Jahrhundert ein römisches Legionslager war. Regensburg zählt zu den ältesten Städten in Deutschland. Über Jahrhunderte prägend für das Stadtbild wurde vor allem die Bebauung in der Zeit vom 12. bis 14. Jahrhundert. 2006 wurde die gesamte Altstadt zum Weltkulturerbe ernannt. Und die Touristen folgten in großer Zahl. 2011 zählte die Stadt über 900.000 Übernachtungen. Hinzu kommen 3 Millionen Tagestouristen. Die alten Häuser, das ist also etwas Geschichte, interessiert mich halt am meisten. Unvergleichliche Atmosphären. Das ist eine mittelalte Stadt, die es so kein zweites Mal gibt in Deutschland. Wir kennen ja nur Fachwerk normalerweise, aber hier habe ich Steinbauten, mehrere Stockwerke hoch. Auf der einen Seite die bauliche Sache und auf der anderen Seite finde ich also ganz toll die Atmosphäre mit jungen Leuten, das Draußensitzen, schon fast wie in Italien. Seit 2011 gibt es am Südende der steinernen Brücke das Besucherzentrum Welterbe. Hier ist alles Wissenswerte über das 183 Hektar große Welterbeareal mit seinen ca. 1000 Baudenkmälern zu erfahren. Der Eintritt ist frei. Die Idee ist einfach, dass es einen Ort gibt in der Stadt, wo das Thema Welterbe auf leichte und vor allem spielerische Art und Weise erklärt wird. Das Ganze ist sehr offen konzipiert. Es funktioniert eben für Gäste, es funktioniert für die Bürger, es funktioniert für Kinder. Es ist komplett zweisprachig und es ist sehr beliebt. Wir haben im Sommer im Schnitt 1000 Besucher am Tag. Eine weitere Attraktion in Regensburg ist das Schloss St. Emmeran, Wohnsitz der Fürstenfamilie Thurn und Taxis. Große Ballsaal, wie auch das Schlafzimmer mit dem Schwanenbett, gehören zum Museumsbereich des Schlosses und dürfen besichtigt werden. Hier haben nur Wissenschaftler und Forscher Zutritt. Der Asamsaal, die fürstliche Hofbibliothek. Der historische Bestand umfasst über 100.000 Bände. Im Kreuzgang wird spürbar, dass die Fürstenresidenz bis 1810 ein Kloster war. Nur wenige Gehminuten vom Schloss entfernt eine weitere Sehenswürdigkeit: die alte Kapelle Regensburg. Der Legende nach ist sie die älteste Kirche Bayerns. Nach vielen Umbauten erhielt die alte Kapelle im 18. Jahrhundert ihr heutiges Aussehen im Stil des bayerischen Rokoko. Im alten Rathaus tagte ab 1663 regelmäßig der Reichstag des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Damals wichtigstes Gremium zur Lenkung der Staatsgeschäfte. Politisches Zentrum, Handelsmetropole, Welterbestadt. Regensburg hat zu allen Zeiten gewonnen.